Hallo, mein Name ist Nathanael und ich bin mit meinem Team gemeinsam zuständig für den Safety Simplifier und heute möchte ich Ihnen die Neuerungen beim Simplifier Manager 2.0 vorstellen. Eine Hauptneuerung des neuen Simplifier Managers sind die automatischen Software-Updates. Das heißt, die Software ist auf Ihrem PC immer auf dem aktuellsten Stand. Wir haben außerdem viele visuelle Anpassungen vorgenommen, damit die Software übersichtlicher und anschaulicher wird. Eine davon ist zum Beispiel, dass Sie jetzt auch den Dark Mode aktivieren können, einfach um augenschonender zu arbeiten. Zu dem rundum erneuerten Simplifier Manager gehört auch die Erweiterung der Sprachumstellung. So können wir einfach in Zukunft Sprachen hinzufügen, um unseren ausländischen Partnern unter die Arme zu greifen. Wie Sie es von anderen Programmen gewohnt sind, können Sie jetzt beim Starten des Simplifier Managers bestehende Projekte einfach und schnell öffnen. Wenn Sie in der Hardware-Konfiguration Knoten hinzufügen, das heißt Safety Simplifier Hardware, haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Bilder anzupassen, sodass Ihr Stand in der Software mit dem übereinstimmt, was Sie in der Applikation tatsächlich verwenden. Somit fällt die Zuordnung der Hardware in der Software leichter. Einer der größten Vorteile unseres Safety Simplifiers sind die Standardeinheiten. Das heißt, Sie bekommen von uns einen Safety Simplifier, der intern vorvertratet ist, wo Sie alle gängigen Sensoren von SSP oder auch in manchen Fällen von anderen Herstellern anschließen können, wo wir fertige EBLAN-Makros haben und zusätzlich noch ein vorgeschriebenes Programm. Hier kommt jetzt unser neuer Simplifier Manager ins Spiel, bei dem wir genau diesen Punkt optimiert haben und für Sie die Integration von diesen Standardprogrammen erleichtert haben. Um Ihnen eine Zeitersparnis in der Validierung der Software zu ermöglichen, haben wir eingeführt, dass auf jeder Seite eine Checksumme angezeigt wird. Das heißt, wenn Sie Programmänderungen durchführen, ändert sich nur die Checksumme auf der Seite und die Gesamtchecksumme. Das heißt, Sie müssen dann nicht jede einzelne Seite nochmal validieren, sondern eben nur die betroffenen, wo die Änderung durchgeführt wurde. Passend dazu haben wir die Möglichkeit geschaffen, einzelne Seiten im Programm zu prüfen und dies durch eine bestimmte Handlung zu bestätigen. Wenn man das nicht macht, bekommt man bei der Validierung eine Warnung und sieht dadurch, welche Seiten im Programm schon geprüft wurden und welche nicht. Komplett überarbeitet haben wir für Sie unseren Projektreport. Das heißt konkret, dass Sie jetzt alle Hardware-EAs sehen und die Zuordnung mit Betriebsmittelkennzeichen, was Sie vergeben haben. Das heißt auch, dass Sie alle Ausgänge sehen und von welchen Eingängen Sie beeinflusst werden. Das hilft Ihnen später ungemein bei der Softwarevalidierung. Dazu kommt, dass Sie für jeden Ausgang einen PFAD-Wert bekommen, den Sie später in Ihrer Sicherheitsberechnung verwenden können. Zusätzlich haben wir auch die Logik im Report aufgenommen, einfach, dass es dokumentiert ist und dass Sie es später auch weiter verwenden können. Ein weiteres Feature des Simplifier Managers 2.0 ist die Möglichkeit, das Programm zu simulieren. Das heißt, Sie können ganz bequem von Ihrem Schreibtisch aus das Programm, das Sie geschrieben haben, vor Inbetriebnahme prüfen und testen. Ein weiteres schönes neues Feature ist die Option, den Merkern Farben zuzuordnen. Das heißt, Sie können zum Beispiel allen Nothalt die Farbe Gold geben, einfach um die Sicherheitsfunktion zu kennzeichnen. Natürlich hilft Ihnen diese Farbgebung auch später in der Strukturierung Ihres Programmes, was wiederum auch von der Norm gefordert wird, eine strukturierte Programmierung. Und damit sind wir einfach in diesem Punkt auch nochmal ein Stückchen besser geworden. Ja, das waren die Änderungen des Simplifier Managers 2.0. Wenn Sie Anregungen oder Wünsche haben, melden Sie sich gerne bei Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter oder direkt bei uns bei SSP. Vielen Dank.